Dann, wenn wir die restliche Zeit, die ich noch habe, benutzen wir mal so ein bisschen hier umzuschauen, um Sachen zu finden. Dorf zum Strand. Wir können mal den Strand nochmal anschauen. Ob da noch irgendwas ist, was uns interessiert. Haben wir noch alle Feen? Ja. Was war denn hier nochmal drin? Ja, da war nur so ein langer Gang und dann war es hier, ne? Ja, genau. Das hatte ich mir schon gedacht. Also, das hatte ich mir vorgestellt. Dann gehen wir mal zum Dingensterstrand und gucken, ob da noch irgendwas ist. Boah, ich krieg wieder ein Stück auf. Das ist ein bisschen doof. Der eisige Strand, genau so hieß er, ja. Aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Das ist so das Problem. Oh, selbstverständlich ist hier irgendwas. So ein ganzes Herzteil. Danke sehr. Bling, das dritte. Wie viele Herzteile wir jetzt in den letzten 5 Minuten gekriegt haben? 3 Stück oder so. Ja. Das ist doch angemessen, sag ich mal. Hat sich schon mal genug. Wow, wir haben den mit einem Bumerang getötet? What the fuck? Was war denn hier nochmal? Oh Mann, die ganzen Höhlen habe ich alle vergessen. Das ist das Problem. Müsste ich mir echt Buch darüber führen und mir irgendwelche Notizen machen. Aber das würde ja viel mehr Arbeit bedeuten. Und so ein arbeitssüchtiger Mensch bin ich ja doch nicht. Ja, doch eigentlich schon, aber. Sagen wir so, ich vermeide gerne Sachen. Das ist auch ein dezenter Ausdruck. Aber diese Eishöhle, da muss man doch irgendwie auch so runterkommen, also irgendwo runterfallen, oder? Da muss doch irgendwo hier ein Loch sein, oder irre ich mich da jetzt komplett? Oder hier ist irgendwas? Aber hier waren wir schon mal. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir alles hier Ich habe hier einen Schlüssel sogar angezeigt. Das heißt, irgendwo ist hier noch ein Schloss unverschlossen. Beziehungsweise verschlossen. Oh, zu der will ich mal kurz hingehen. Weil die hat bestimmt ein paar heilende Worte für uns. Ich weiß, irgendwie finde ich die ganzen Feen in allen Zellertern irgendwie ziemlich anzüglich. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ob die da immer reden, sehr merkwürdig. Finde ich jetzt auch so? Ich finde, die sind alle sehr anzüglich. Weiß also. Okay, diese 64er-Teile, das braucht man nicht drüber diskutieren. Das ist sehr merkwürdig, was da programmiert wurde. Seeruinen. Okay, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Aber ich weiß nicht mehr, ob hier noch irgendwas war, was uns interessieren könnte. Ich glaube, wenn ich hier war, glaube ich, ein Herzteil. Oh, hier ist eine Höhle. Aber ich glaube, hier war hauptsächlich ein Herzteil. Was, wenn wir jetzt da runterspringen? Führt das direkt zu den Seeruinen? Ich glaube schon, ne? Ja. Was war denn nochmal hier drin? Was ist denn das jetzt hier, hä? Ich weiß ein wenig über die Schätze in den Dungeons. Gut, das Palast hat gute Rüstung. Aber Sheiks Versteck hat eine bessere Version. Saurus Garten hat den Feuer... Ah, okay. Wer ist denn Saruras? Wer ist das denn? Saurus Garten hat den Feuerstab. Und das Luftmedaillon erhältst du aus einer Kiste bei Impas Wege. Okay. Mit anderen Worten, wir sollten Rutus Palast sollten wir am besten meiden, weil wenn die eine gute Rüstung hat, aber Sheiks Versteck eine bessere hat, dann sollten wir doch erstmal in Sheiks Versteck gehen, würde ich sagen, oder? Dann lohnt sich das doch gar nicht. So, Saurus Garten hat den Feuerstab, das ist schön zu wissen. Ich weiß nicht, ob das ein Dungeon ist, ich glaube nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen, aber ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall müssen wir es merken. Ich will jetzt nicht, das haben wir uns schon mal durchgelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Wo könnte denn der Garten sein? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Saurus-Dings da ist überhaupt. Aber das sind Informationen, die wir schon mal gehört haben und dass doch die auch schon wieder immer interessant war. Schrecklich, dass ich mir das nicht merken kann. Aber hier waren noch andere Höhlen. Aber ich habe auch einen Schlüssel da unten angezeigt. Das heißt, hier muss doch irgendwo ein Schloss sein, das verschlossen ist. Das kann man doch nicht weiß machen, dass hier irgendwie random Schlüssel gibt, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Das kann doch nicht sein. Wo geht's denn hier lang? Okay, sind wir wieder am Anfang, ne? Merkwürdig, wofür haben wir den Schlüssel lang gekriegt? Hab ich Bomben zufällig dabei? Ja. Aber ich habe nur noch 2. Ah, die Bomben sind so selten hier drin. Vielleicht kann ich hier noch irgendwo einen Weg freisprengen oder sowas. Ich glaube nicht, dass es aufgeht, aber ich versuche es einfach trotzdem. Ich bin überzeugt davon, dass wir das letztes Mal gemacht hätten. Ja. Wie gesagt, hätte mich echt gewundert, wenn es nicht so wäre. Okay, das ist sehr merkwürdig, finde ich. Finde ich wirklich merkwürdig, aber kann man jetzt nicht daran ändern. Hä? Hier ist auch nochmal ein Gang. Wie viele Gänge sind denn hier drin? Ach so, dass die ver... Okay, und wo geht's da oben hin? Ach, dann geht's da raus, ne? Ja.
Guck mal, wie leicht ihr mich überfordern könnt. Was ist denn nochmal da oben? Ich weiß es alles nicht. Ja, okay, da war der Feen-Dings da, okay. Oh, Mann, das ist so furchtbar, weil hier einfach alles gleich aussieht. Ich durchschaue das hier alles nicht. Ey, das ist so schrecklich. Aua. Ah, gut. Dann hat sich das hier erledigt. Ey, das war doch gerade noch hell ohne Scheiß. Warum ist das so dunkel mit Gewitter und so? Das kann doch gar nicht sein. Trotzdem war da so ein Eisvorsprung, wo wir nicht hinkonnten. Das heißt, hier muss doch irgendwo ein Loch sein, wo wir runterfallen, oder nicht? Muss doch hier in der Nähe sein, oder irre ich mich? Da. Da kommt man dann später raus. Aber hier muss doch irgendwas sein, wo man runterfällt. Das muss einfach sein. Das gibt einfach keinen Sinn sonst. Aber wo könnte das denn sein? Hier ist gar nichts anscheinend. Oder diese Dinger kann ich nichts mit anfangen. Hier bin ich wahrscheinlich auch nicht. Wo könnte das denn sein? Wieso ist hier oben eine Fackel? Wieso ist hier oben eine einsame Fackel? Was ist das denn? Das ist sehr merkwürdig. Ist hier vielleicht irgend so ein Ding, was man sprengen kann? Ja, man, ganz im Ernst, warum ist da eine Fackel? Das finde ich sehr verdächtig irgendwie, dass da eine einsame Fackel programmiert wurde. Boah, da komme ich auch nicht wirklich ran. Ah, der blöde Vieh, geh mal weg. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Na gut, dann. Wir waren bestimmt schon mal in dem Haus hier drin, aber wir gehen da nochmal rein. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ah, ich habe keinen Pfeil und Bogen. Ach, vergiss es, ey. Hat sich erledigt. Dann merken wir uns das mal für die Zukunft. Ist hier irgendwas drunter? Nö, natürlich nicht. Merkwürdig, hier muss aber irgendwo ein Loch sein. Das kann nicht anders sein. Verstehe ich echt nicht. Das verstehe ich nicht. Oder es ist einfach eine Verbindung, die sehr weit weg geht und man richtet einfach gar nicht damit. Das muss es ja letztendlich sein. Aber ich glaube nicht, dass es einfach zufällig, also irgendwas ist, was einfach keinen Sinn ergibt. Das hat wahrscheinlich alles schon seine Bedeutung hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ist, aber. Wir gehen mal nach unten mal alles kaputt machen. Ah, wenn es danach geht, könnte ich ja jeden einzelnen Grashalm runter wegkürzen, wegmetzeln oder so, weil hier überall ein Loch sein könnte. Von daher. Wir hätten ja mal zufällig ein Loch gefunden, wo wir diese die Magie halbiert bekommen haben oder sonst irgendwas, diesen komischen Zauberer da, ne? Der war auch einfach so gefunden, weil da plötzlich ein Loch war. Das war einfach da. Ja, okay, sind die Seeruinen. Da will ich jetzt nicht nochmal runter. Ich denke einfach mal, dass wir da alles haben. Wenn ich euch Pech habe, ich gucke mir vielleicht alte Aufnahmen von mir an. Beziehungsweise die Videos und dann kann ich mal sehen, ob da noch irgendwas war, was da jetzt irgendwie noch in meinen Augen mal untersucht werden sollte. Na gut, wo sollten wir dann, wo könnten wir denn jetzt noch hingehen? Gucken wir einfach mal. Oh, jetzt kriege ich wieder viel Schaden. Ja, und ich springe ja, als würde ich aus meinen Fehlern nicht lernen. Ich habe doch gerade noch gesehen, dass ich weggebombt worden bin. Und dann wird doch jeder normale Mensch, sollte eigentlich damit denken oder sollte eigentlich sagen, okay, dann lasse ich es lieber nochmal. Aber ich nicht, ich gehe einfach nochmal rein. Und schon wieder kriege ich so einen fetten Lag. So, dann heilen wir uns wieder in so unseren Häuschen. Würde ich mal sagen, dass ich diesmal eine ganz kurze Aufnahmepause mache, weil ich tatsächlich mal eben was trinken muss, ein bisschen länger trinken muss. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal jetzt auf die restlichen Minuten, die ich habe. Gehen wir einfach jetzt hier entlang. Gucken mal, ob irgendwo was sein könnte. Weil sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr wirklich wie ein. Darunter kommen wir erstmal nicht und brauche ich auch ehrlich gesagt nicht, weil da unten kein Herz oder sonst irgendwas ist. Warum sollte man da unten hingehen? Man guckt da raus, das hat doch keinen Sinn. Das sieht aus wie so eine Teleportstelle, wo wir nur mit dem Spiegel hingehen können, aber ich habe den Spiegel noch nicht. Und ich habe auch keinen einzigen Hinweis irgendwie gefunden, der mir irgendwie einen Tipp dafür oder darauf gibt oder sonst irgendwas. Gar nichts in der Art. Aua, oh, da hat mich ja voll erwischt, das blöde Vieh. Das ist dahinter, auch merkwürdig. Hier ist auch nichts, auch nichts, auch nichts, auch nichts. Ach, hier war ja mal so ein Gebäude, ne? Da waren wir ja mal kurz drin, hab ich irgendwas totgelasert und sind wir da relativ schnell wieder rausgegangen. Gehen wir einfach nochmal rein. Okay, machen wir mal Licht an hier. Ah, ne, hier war ein Haus, wo einfach nichts ist, ne? Sehr merkwürdig. Ein gefrorener Mario, aber
Ach, hier sind so Bombenstellen, ne? Kann ich das irgendwie frei... Ich habe eine Bombe noch. Das ist natürlich kacke. Hoffen wir einfach mal, dass irgendwas kaputt geht. Oh, tatsächlich. Aber nein, nein, ich wollte noch nicht reingehen. Ah, shit. Weil hier wird wahrscheinlich auch dunkel sein. Ach nee, oh, wow, und da ist dieser eine Raum. Aber wahrscheinlich haben wir es nicht gespeichert, aus irgendwelchen Gründen. Aber jetzt müsste ich eigentlich den Laser doch eigentlich abwehren können mit unserem Schild, oder? Wie soll ich denn da durchkommen? Kannst nicht mal, ich geh einfach drüber. Ich bin doch nicht blöd, ey. Okay, interessant. Ah, kommen wir auf die andere Seite, kommen wir nur mit weiteren Bomben hin, könnte das sein? Könnte sein, weil ich jetzt nicht genau, obwohl, könnte ich mich da irgendwie hinglitschen? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir da irgendwie anders hingehen. Öffnen wir mal diese Truhe und gucken, was da drin ist. Vielleicht noch ein Herzteil, Herzcontainer oder so. Das wäre ja natürlich geil. Oder eine Flasche wäre auch ganz nett. Ja, Bomben haben wir leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schlecht, aber müssen wir gleich mal gucken. Und es sind... What the fuck, der Bogen? Du hast den Bogen gefunden? Damit kannst du Pfeile schießen, bis sie alle sind? Ja, fick dich. Hier ist der Bogen? Oh, ach nee, ach du Scheiße, den hätte ich ja die ganze Zeit haben können. Den hätte ich ja von ersten Augenblick einfach hier... Oh, wieso bin ich denn damals nicht weitergelaufen, als ich hier drin war? Dann hätte ich von Anfang an den Bogen gehabt. Ich flippe aus. Das ist ja, was ist das denn für ein Müll? Wieso ist in so einer Gammelbude ein Bogen drin? What the fuck? Wir können Pfeile schießen. Und die sehen so geil aus. Oh. Warum? Warum? Warum ist denn der gammelige Bogen hier in so einer gammeligen Hütte? Das gibt doch keinen Sinn und ich habe keine Chance auszuweichen. Ich verstehe das nicht. Ich war überzeugt davon, dass es ein Dungeon-Item ist und ein ziemlich mächtiges Dungeon-Item ist und deswegen relativ spät kommt. Alter, und ich hätte von Anfang an hätte ich mir das holen können, weil den Hammer hatten wir relativ früh. Ich glaub das einfach nicht. Ey, das ist unglaublich. Guck dich an, wir können einfach Pfeile schießen jetzt auf die. Und wie mächtig die Pfeile sind. Och Mann. Ist das behindert. Ja, okay, weil ich soll jetzt nicht so verschwenderisch mit den Pfeilen umgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie selten Dinger sind. Könnte man nicht hier irgendwo im Laden hier Bomben kaufen? Weil ich könnte mal wieder welche gebrauchen. Alter, wir haben Pfeile. Ich glaub's einfach nicht. Oh Mann, wir hätten als allererstes, wenn wir von der wir hätten von Anfang an, ich kann es so oft wiederum, wie ich möchte, ich hätte von Anfang an hätten wir hier die Pfeile haben können. Ich glaube das einfach nicht. Wir hätten einfach damals hier reingehen können, bam, schon Pfeile, hätten wir jeden Boss einfach ganz bequem wegmachen können. Oh, der Maskenkönig zum Beispiel, oh Mann, ist das dumm. Und das andere Augendings da, das wäre bestimmt einfacher geworden mit dem Pfeil. Oh, ich glaube, ich habe mir das Spiel so schwer gemacht, wie es einfach nur geht. Und ich bin, oh, ich will gar nicht vorstellen, wer weiß, was es in der normalen Welt für Items noch gab, die ich vergessen habe, weil ich einfach zu faul war, die mir zu besorgen. Ich habe schon voll die geilen Sachen vergessen und jetzt quäle ich mich hier durch das Spiel, weil ich einfach zu blöd war, hier richtige Sachen zu besorgen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt da oben auch freibomben kann. Normalerweise müsste es ja aufgehen. Weil ich nicht weiß, wie ich an eine andere Tour rankommen sollte. Ja, tatsächlich, okay. Was ist hier? Okay, das ist nicht schwer. Das ist einfach. Was soll das denn jetzt? Ja, okay, das war simpel. Ja, okay, sind wir bei der Truhe. Was ist hier drin? Ein Herzcontainer, ja klar! Das kann doch nicht wahr sein! Oh. ihr dürft mich erschlagen, ey. Ein Herzcontainer und ein Pfeil und Bogen einfach so, hier liegen die drin. Kann jeder sich schnappen mit für ein paar Bomben. Und ich vergesse das einfach. Boah, ich hätte mir das so einfach machen können und jetzt habe ich hier so... Das ist ärgerlich. Also, ich würde sagen, fürs nächste Mal werden wir definitiv einmal eine Runde in dieser Welt drehen, weil es gibt hier anscheinend richtig geile Sachen zu finden, die ich einfach alle übersehen habe, weil ich einfach zu blöd oder zu faul war, mich hier mal umzuschauen. Mann, ist das ärgerlich. Einen ganzen Herzcontainer. Wenn wir jetzt noch ein Herz da finden, kriegen wir noch einen weiteren Herzcontainer. Und da haben wir schon 13 Herzchen. Das ist echt viel. Wo komme ich jetzt hier nach links raus? Oh, das nehme ich doch gerne mit. Ein 20er ist doch ganz nett. Dann der Bombenladen. Da hochkommen. Ich muss da oben rumlaufen. Ich kann gar nicht fassen, was wir da alles gefunden haben gerade. Das ist irgendwie... Mann, ich werde immer von diesem beschissenen Rahmen getroffen. Das... Boah, ist für mich nicht fassbar gerade. Ich glaube, ich werde mir das echt mal verdauen müssen. Das ist... Boah.